Herzlich willkommen zu diesem dritten Video aus meiner Reihe Datenschutz und Datensicherheit. Und jetzt geht es im engeren Sinne um Datensicherung. Ja, Datensicherung, wir haben im ersten Video davon gesprochen, geht es im Prinzip um eine Verhinderung von Datenverlust. Und so ein Verlust kann sich einstellen, zum Beispiel durch Hardware-Schäden, also wenn zum Beispiel Festplatten kaputt gehen würden, durch zum Beispiel Naturgewalten wie Brand, Hochwasser und so weiter, oder auch durch Fehlverhalten Einzelner, dass zum Beispiel Daten gelöscht werden, unabsichtlich oder auch absichtlich. Wir haben schon über Sabotage und Diebstahl und dergleichen gesprochen. Und es kann aber natürlich auch zu einer unerwünschten Veränderung kommen, wenn zum Beispiel falsche Werte aus Versehen eingetragen werden. Eine Verhinderung kann erfolgen durch technische Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Sicherheitskopie, das sogenannte Backup. Ziel einer langfristigen Speicherung ist nun mal die Nachnutzung. Das heißt, es geht darum, festzuhalten, wie kann ich die Daten auch noch nach gewisser Zeit dann wieder abrufen, wie kann ich sie dann weiter verwenden. Und zum Teil, das geht dann in die längerfristige Speicherung hinein, in die sogenannte Langzeitarchivierung, geht es dann auch darum, über mehrere Generationen dann Daten zu sichern. Es gibt ja auch gesetzliche Regelungen, wo eben dann bestimmte Daten, zum Beispiel Steuerdaten, Firmendaten, Patientendaten und so weiter, auch für einen längeren Zeitraum aufbewahrt werden müssen. Dann kommen wir dazu, was ermöglicht Datensicherung? Datensicherung ermöglicht die Wiederherstellung beim sogenannten Datentotalverlust. Das heißt, wenn eine Festplatte komplett kaputt wird, können diese Daten wiederhergestellt werden und man spricht dann vom sogenannten Restore. Wenn diese Datenwiederherstellung zu lange dauert, also kein Zugriff auf Daten möglich ist, kommt es zu dementsprechend großen Verlusten. Firmen können dann zum Teil nicht weiterarbeiten, weil sie nicht die benötigten Kundendaten dergleichen haben. Gar nicht wissen, wo sie ihre Waren zum Beispiel hinschicken können oder an wen sie zum Beispiel in Mahnungen verschicken können, damit dann endlich gezahlt werden wird, welche Leistung eben sie erbracht haben. Dann ermöglicht diese Datensicherung ja letztlich auch dann die Organisation der Daten. Das heißt, wie finde ich meine Daten? Das wären die Datensuche. Wie werden und wo werden die Daten abgelegt? Und das ist die Voraussetzung dann letztlich ja auch für die Nutzung von Daten. Eine Voraussetzung für diese Datensicherung in heutiger Zeit ist in der Regel die sogenannte Digitalisierung. Das heißt, Daten werden dann in digitaler Form, zum Beispiel 0 und 1, dann auf einer Festplatte gespeichert. Sie werden auf einem Datenträger gespeichert. Es muss keine Festplatte sein, es können auch andere Datenträger sein, wie SSD, Speicherkarten und so weiter. Und diese Digitalisierung ermöglicht dann auch die Verarbeitung in einem Computer. Die Darstellung zum Beispiel in einem Bildschirm, das wäre dann hier die Ausgabe, beziehungsweise auch zum Beispiel das Ausdrucken, beziehungsweise die Weitergabe von Informationen über das Internet, zum Beispiel von E-Mail, sozialen Netzwerken oder auch Webseiten. Beispiele für derartige Sicherheitsmaßnahmen wären jetzt unter anderem eben dieser Antivirenschutz, das Einrichten einer Firewall, diesen Antivirenschutz und die Firewall habe ich in einem anderen Video schon erklärt. Dann auch natürlich die Verschlüsselung von Daten, also man kann nur durch ein bestimmtes Passwort auf die Daten zugreifen. Und dann natürlich auch, dass man die Daten gut aufbewahrt. Und das bedeutet dann zum Beispiel, dass man sie nicht in der eigenen Firma nur aufbewahren muss, sondern sie auch außerhalb aufbewahren kann. Das heißt, in einer anderen Firmenniederlassung zum Beispiel oder für Privatpersonen bei einem guten Bekannten oder innerhalb der Familie. Denn wenn es zu einem Diebstahl oder zu einer Naturkatastrophe kommen würde, jetzt einem heftigen Sturm kommen sollte oder Hochwasser, dann sind die Daten zwar in dieser einen Wohnung, in dieser einen Firma dann unter Umständen zerstört, aber in einer anderen Firma kann man sie dann weiterhin dann noch verwenden. Das wäre dieser Verweis auf das Rechenzentrum, dass die Daten zwar schon im Rechenzentrum aufbewahrt werden oder in mehreren Rechenzentren und privat dann in der Familie eben weitergegeben werden. Die Voraussetzung dafür ist natürlich für diese Aufbewahrung außerhalb, dass sogenannte Sicherheitskopien, sogenanntes Backup erstellt wird. Und über Arten, Planung und Backup-Strategie werde ich dann in einem, nämlich genau im nächsten Video dann noch genauer, was man da machen kann, noch genauer dann darauf hinweisen. Ich bin jetzt hier dabei zu zeigen, was man unter einer Sicherheitskopie versteht. Dann werden einmal die eigenen Datenspeicher zu erwähnen. Das heißt, man kann selber Daten sichern auf mehreren Datenträgern, mehreren Datenspeichern. Da wären zum Beispiel diese optischen Datenträger, wir kennen sie alle. Das wären zum Beispiel CD, DVD, Blu-ray. Der Nachteil ist, dass letztlich nur kleine Datenmengen gespeichert werden können und diese optischen Datenträger relativ leicht kaputt gehen können. Die Haltbarkeit wird so mit ungefähr 8 Jahren angegeben.
Diese Zeilenangaben, die ich hier verwende, man findet im Internet sehr unterschiedliche Angaben dazu und zum Teil sehr starke Abweichungen. Aber auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass sie nicht sehr lange haltbar sind. Dann beim USB-Stick, wenn man etwas speichert, dass eben nur kleine Datenmengen ebenfalls speicherbar sind, noch weniger, ja. Und Vorteil wäre aber, dass man recht mobile Daten mitnehmen kann, dass man auch ohne Internet verwenden kann, die Daten, die da gespeichert sind, im Gegensatz zur Cloud, auf die ich dann später kurz eingehen werde. Und dass aber auch als Nachteil diese Daten leicht defekt werden. Es wird hier manchmal davon ausgegangen, dass USB-Sticks 10 Jahre haltbar sind. In anderen Quellen habe ich davon schon gehört oder gelesen, dass sie nur 3 oder 4 Jahre haltbar sind. Bei externen Festplatten. Externe Festplatten sind heute noch sehr beliebt. Sie sind geeignet für große Datenmengen und von der Haltbarkeit so zwischen 10 bis 15 Jahren wird davon ausgegangen. SSD, die ja heute vielfach schon als Nachfolger von Festplatten angesprochen werden, sind immer noch teurer als Festplatten. Man kann schon relativ große Datenmengen drauf speichern, auch nicht so große Datenmengen heute wie auf externen Festplatten. Und die Haltbarkeit gilt als sehr lange, weil es ja keine mechanischen Bauteile gibt, die da irgendwie kaputt gehen könnten. Dann gibt es sogenannten Nassspeicher, wo dann mehrere Festplatten, also man kann es hier vergleichen mit diesen externen Festplatten, zusammenarbeiten und hier dann sogar eine Speicherung automatisch dann erfolgt. Jetzt gehe ich zu den fremden Datenspeichern über. Und da ist natürlich dann auch zu erwähnen, dass sie dann einen Schutz für höhere Gewalt insofern bieten, wenn man die Daten also außerhalb des eigenen Hauses, der eigenen Firma speichert. Und zusätzlich in der eigenen Firma natürlich, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie eher nicht kaputt gehen. Es sei denn natürlich, dieses Rechenzentrum würde sich gleich neben der Firma befinden, das wird aber nicht der Fall sein. Also Hochwasser in einer Stadt wird nicht gleich das Hochwasser auch einer anderen Stadt bedeuten. Also Speichern außerhalb des eigenen Hauses. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel die Cloud, die immer beliebter wird, also eine Speicherung mit Hilfe von Speichern aus in großen Datenzentren über das Internet. Deswegen spricht man von Online-Speichern. Und in diesen großen Datenzentren gibt es eben große Computer, Server, auf die man dann zugreifen kann. Und damit sind wir schon bei einem großen Pluspunkt zu einer Cloud. Man hat viele Zugriffsmöglichkeiten, nämlich über das Internet und kann dann unterwegs auch dann oder von zu Hause auch über den Laptop, PC, Smartphone mit der entsprechenden App, dem entsprechenden Programm auf diese Daten in der Cloud zugreifen. Und wenn man die dann auch noch synchronisiert, das heißt dafür schaut, wenn ich zum Beispiel zu Hause ein Textdokument schreibe und das dann automatisch in der Cloud gespeichert wird, kann ich dann, ohne irgendetwas besonders unternehmen zu müssen, unterwegs, wenn ich dann zum Beispiel im Zug sitze, kann ich auf die Daten, die ich gerade zu Hause noch mit meinem Computer eben erstellt habe, dann zugreifen, kann weiterarbeiten, kann die wiederum in der Cloud speichern und automatisch werden die dann zu Hause auf dem Computer dann heruntergeladen. Gefahren gibt es natürlich auch im Zusammenhang mit der Cloud, dass eben die eigenen Daten auf fremden Servern liegen und diese Daten natürlich auch missbraucht werden können. Und dann auch leichter auch anderen Leuten zugänglich gemacht werden können. Als Gegenmittel sagen manche, man sollte sich selber eine Private Cloud einrichten, das heißt, dass man selber sich seinen Speicher einrichtet über den eigenen PC, ist aber verhältnismäßig aufwendig. Ein weiterer Nachteil ist, dass dieser Upload, also dieser Abgleich, diese Synchronisation in die Cloud vom eigenen Computer aus, zum Teil relativ lang dauert, weil ja die meisten Internetanschlüsse heute noch eine relativ geringe Geschwindigkeit haben. Und wenn man sich vorstellt, man würde Filme, die man gerade gedreht hat, in der Cloud speichern, dann dauert das bei manchen Internetanschlüssen dann schon relativ lange, bis die dann wirklich dort dann auch gespeichert sind. Aber wie gesagt, Clouds haben auch den Vorteil eben, dass sie eher einen Schutz bieten, wenn es zu Naturkatastrophen oder solchen Dingen kommt, dass das Haus zum Beispiel auch abbrennt, dass sie dort dann eben verhältnismäßig dann sicher geladen sind und man sich dann wieder herunterladen kann. Danke für deine Aufmerksamkeit. Im nächsten Video werde ich näher auf das Backup eingehen.